Wieder ist ein Erdbeben. Jetzt in Japan. Stark? Stark. Es gibt Opfer? Die Welt ist so groß. Es gibt so viele Wissenschaftler. Fällt etwa niemandem etwas ein, um Erdbeben zu vermeiden, um damit die Menschen am Leben zu erhalten? Es gibt so einen Wissenschaftler. Vor etwa 20 Jahren entwickelte er ein einzigartiges Gerät. Welches Gerät? Um Katastrophen planetarischen Ausmaßes zu verhindern und eine nachhaltige schöpferische Entwicklung aufrechtzuerhalten, schlug er vor, ein spezielles technisches Gerät zu bauen. Es wird eine Konstruktion in Form eines Pfeils sein, der in den Himmel gerichtet ist. An seiner Spitze wird ein Kristall sein. Er wird nach der Technologie arbeiten, die in seinem Patentverfahren zur Verhinderung von Katastrophen und Vorrichtung zu seiner Umsetzung dargelegt ist. Das vorgeschlagene Gerät wird wie folgt funktionieren. Die Informationen werden vom Kristall über Glasfaserkabel an das Fußgestell der Konstruktion weitergeleitet. Auf dem Boden wird ein Kreis um die Basis des Turms gezeichnet werden. Die Basis des Turms befindet sich in der Mitte dieses Kreises. Die eine Hälfte des Kreises enthält eine Weltkarte, die etwa so aussieht, wie man sie im Geschäft kaufen kann. Sobald sich in einem Teil der Erde eine Gefahr zusammenbraut, zum Beispiel ein Erdbeben oder ein Hurrikan, dann wird an der entsprechenden Stelle auf der Karte ein Licht aufleuchten. Dies ist ein Gefahrensignal. Daraufhin wird der Kristall an der Turmspitze die Stärke einer potenziellen Katastrophe verringern. Wenn diese Konstruktion über genügend technische Ressourcen verfügt, wird die Gefahr vollständig beseitigt. Wenn die verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, fordert das Signal an dieser Stelle der Karte eine zusätzliche Unterstützung an. Und dann wird die Gefahr mit Hilfe dieser zusätzlichen Mittel beseitigt. Jetzt über die zweite Hälfte des Kreises. Auf dieser Kreishälfte wird eine Sternkarte abgebildet, oder besser gesagt, ein Fragment davon, auf dem alle möglichen Entwicklungen des Universums zu allen Zeiten wiedergespiegelt werden. Dann wird es möglich sein, eventuelle Katastrophen im Weltraum zu verhindern. Das Bild der Karte am Fuße des Turms kann im Fernsehen und im Internet in alle Teile der Welt übertragen werden. Man kann hierfür sogar einen speziellen Kanal bereitstellen, dann kann jeder zu Hause den Fernseher einschalten und sehen, wie die Situation auf der Karte oder im Grunde genommen in der Welt ist. Und wenn es zu diesem Zeitpunkt an irgendeinem Ort ein Warnsignal von einer Gefahr geben wird, kann sich jeder Mensch dem Rettungsprozess anschließen und seine schöpferischen Gedanken auch auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts ausrichten. So wird jeder darüber Bescheid wissen und kann bei Bedarf am Rettungsprogramm teilnehmen. Und warum wurde ein solches Gerät noch nicht gebaut? Nicht jeder versteht, wie wichtig und notwendig das ist. Und es gibt diejenigen, die eine Überbevölkerung des Planeten für möglich halten. Ist das möglich? Nein, es kann keine Überbevölkerung geben, denn Gott, der Schöpfer, ist ein Genie, er hat genug Platz für jeden Menschen vorgesehen, damit er sich frei und wohl fühlt. Es gibt genug Platz für alle, außerdem nimmt die Erde ständig an Größe zu. Das haben die Wissenschaftler bereits festgestellt. Sogar jetzt ist es leicht zu berechnen und zu verstehen, dass es im Vergleich zur Größe des Planeten gar nicht so viele Menschen gibt. Wenn man allen Menschen jeweils ungefähr einen Quadratmeter zur Verfügung stellen würde, so würde es nur 50 Quadratkilometer ergeben. Das ist der Stand von heute. Und was haben wir dann für Verhältnisse, wenn man die Raumfahrtindustrie berücksichtigt? Die Erschließung des nächstliegenden Planeten stellt jetzt im Grunde kein Problem dar, und tatsächlich existiert immer noch diese völlig seltsame Sichtweise über die Überbevölkerung.
Und generell sollte dieses Thema mit der Entdeckung der Raumfahrt eigentlich sich von alleine erledigen, zumindest meiner Meinung nach. Komm her, schau mal, der Vogel, den wir im Winter füttern, pickt im Sommer Blattläuse, Raupen und schädliche Insekten auf unserem Gemüsebeet und somit hilft er beim Gedeihen der Ernte. Alles auf der Welt ist miteinander verbunden. Wenn du Gutes tust, kommt es zu dir zurück. Wenn jemand gut und fröhlich ist, wird sich dies auf andere übertragen. Und wenn es jemandem schlecht geht, wird es sich über allgemeine Verbindungen auch an andere übertragen. Wenn sich der Mensch die Aufgabe und das Ziel setzt, für alles Lebende die Ewigkeit sicherzustellen, dann kehrt diese Absicht dieses Lichts schnell zurück und dann zerstreut es sich in einem sphärischen, unsichtbaren Bereich und beginnt sich bereits detailliert in verschiedene andere Systeme zu verbreiten, auf die ganze Welt. Es ist sehr wichtig, dass jeder versteht, dass das menschliche Leben das Kostbarste auf der Welt ist. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Welt umso stabiler ist, je mehr Menschen es gibt. Und wie heißt der Wissenschaftler, der das Gerät zur Verhinderung von Katastrophen erfunden hat? Sein Name ist Grigori Grabovoi. Seine Erfindungen können in allen Lebensbereichen eingesetzt werden, um Menschen zu retten. Je mehr Menschen es gibt, desto stabiler ist die Welt.